Das ist echt. Also damit verprellen die Leute, das sage ich euch. So, Festanekdoten. Kommt sogar noch eins. Okay. Wundert mich jetzt, dass das Laternenfest jetzt hier schon war. Das Nachspiel zwischen alten und neuen Gesichtern. Okay, kommt noch eine neue. Aber wir müssen erstmal hier. Strahlende Funken. In einem Tag, in 3 Tagen, okay. Strahlende Funken Teil 2. Let's go. Wir machen jetzt noch schnell das Event. Und dann schmeiße ich kurz die PlayStation an, um zu gucken, ob ich meine PS4-Version von Final Fantasy VII auf die 5er geupdatet bekomme. Weil um Integrate einzeln zu kaufen, muss man die Version so updaten, dass das funktioniert. Hört sich ein bisschen crazy an, aber gleich mal gucken, ob das alles funktioniert. So, wenn alle Stricke reißen, ey, dann hole ich mir halt ein Jahresabo. Oh nein, ich ertrinke. Hole ich mir ein Jahresabo PlayStation Plus extra. Da ist Integrate und Final Fantasy VII mit drin. Und dann ist das halt so. Dann spiele ich halt damit. Wieso kann ich da nicht hinlaufen? Das macht ja echt gar keinen Sinn. Ah, doch, hier geht's. Hier geht's. Oh nein. Das ist sehr interessant. Nein, daneben. Okay, das war sehr dumm. Wie geil ist das? Einfach in die falsche Richtung. Oh, Alter, da muss er wirklich. Da muss er kerngesund sein bei dem Zeug hier. Cool sieht's ja aus, ne? Weißt du, wisst ihr, an was mich dieses Spiel hier erinnert? Also Easy Going Gold, ne? Kennt ihr noch das ganz alte Spiel von Donkey Kong? Mit den Fässern? Eins zu eins das gleiche. Also nicht eins zu eins, aber fast.